Hallo und der willkommen. Ich habe ein bisschen alte Werbung aus Videospielzeitschriften rausgesucht und ich dachte, wir schauen sie uns an und wir schauen mal, was wir davon halten. Damit meine ich nicht nur Werbung, ich habe auch ein paar Artikel, die mir ins Auge gesprungen sind oder ein paar Leserbriefe noch mit eingefügt. Aber ich habe ein paar Werbungen vorbereitet und ich denke, es wird lustig. Fully ist nicht da außerdem. Das ist ich auch bin lustig. Der Neue. Was der neue ist Fully. Hier los? Was? Hi Zombie. Was, hallo. Was sehe ich? Es ist so rot. Pulli wurde ausgeführt. Ja, also farblich ist das, da hatten wir einige in den 90ern, die sehr aufdringlich sind, aber die sind nicht ganz so wild. Ich fand einfach das Bild lustig, wie er da kicken sie ihr altes Fußball-Cartridge in die Tonne. Und schießen sie mit FIFA International Soccer ihr erstes Tor. Da ich die zweite Seite nicht habe, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn man über Edge PDF-Dateien anschaut, also Scans von Zeitschriften, da gibt es extra so einen Reiter, da kann man einstellen, dass zwei Seiten nebeneinander mal angezeigt werden. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, warum, wo du es vorhin noch klein angezeigt hattest, habe ich gedacht, das ist kein Fußballer, das ist so Luke Skywalker oder so, der schreit, no. Ja, so ein bisschen. Joke daran. Das sieht doch auch ein bisschen kränklich aus, der Fußballspieler. Kurz, kannst du noch kurz zurück? Geh nochmal zurück, ja. Da unten ist dieser Sprite einfach in seinem Ablauf so abgebildet. Oh ja, so fällt ja, das man ist hin ziemlich und dann, cool. Und dann steht man wieder auf. Und ja, okay, aber was passiert zwischen den Hinfallen und auf dem Boden liegen? Wie dreht er sich einmal komplett rum? Der ist wieder andersrum, stimmt. In einem Frame auch. Ja. Eben noch Banane ausgerutscht und dann so, oh ja. Ein Verteidiger grätscht ihn mit vollem Einsatz in den Lauf. Sie springen über seine Beine und treten den Ball. Die Fans feuern sie an, als sie sich dem Strafraum nähern. Ich sehe kein Weiß in den Augen. Umso länger ich diesen Tormenschen angucke, umso mehr Angst macht er mir einfach nur. Okay, machen wir weiter. Fällt er auch hin. Was soll man zu diesem Spiel noch sagen? Vielleicht, dass es jetzt auch für PlayStation und Saturn erhältlich ist, Command & Conquer. Was soll man denn noch sagen, Freunde? Einfach vollgetextet, die Seite, komplett, ey. Ich dachte gerade Saturn, der Laden, ich bin so raus. Ganz oben ist klein Sega-Saturn-Logo. Ja. Das PlayStation-Logo ist auch nur so ganz winzig da so reingequetscht. Aber ich glaube, ich hab tatsächlich mal eine Flasche von der Hand gehabt, wo ich diese Seite gesehen habe, weil die kommt mir sehr bekannt vor. Das kann gut sein. Ja. PlayStation-Version enthält alle Tiberium-Konflikt-Levels, alle Missionen der... Alle Missions-CD? Alle Missions-CD, okay. Alle Missions-CD. Ausnahmezustand-Levels und zusätzlich PSX-Levels. Boah. Ich würde sagen, der Spruch ist 1:1 in irgendeiner YouTube-Integration auch so drin. Ja, aber das ist starke Werbung, muss ich sagen. Das sieht man vor sich und man denkt sich, das liebe ich übrigens, wenn man bei, ich möchte euch auf eine Sache aufmerksam machen, die würde euch vielleicht irritieren, vielleicht sieht man es noch öfter. Wenn man Windows-Screenshots macht, mit der Windows Shift und S. Wenn man da irgendwie vom ganzen Bild macht, dann hat man oben immer noch so einen ganz kleinen blauen Streifen. Das geht mir so auf die Nerven. Das ist von der Taskleiste unten. Habe ich nicht. Ne? Aber es ist irgendwie nach oben gespiegelt. Nee, das ist, wenn du Steuerung Shift S machst, dann hast du hier oben so ein paar Reiter. Ach, mit hat Dingen. Man da so, okay. Wo dann verschiedene Sachen machen kannst, wie ganz Monitor und sowas. Und wenn du dann ein Bild siehst, dann verschwindet das eigentlich. Aber es ist noch ein bisschen drauf, damit es im Screenshot mit dabei ist. Das ist voll. Ich verstehe. Das stört mich so sehr, das passiert so oft. Ja, schau ich das an. Dieser eine Pixel! Ich hab's gerade getestet, stimmt. Das ist, beim Vollbild ist es immer noch oben. Ich weiß nicht, warum das eine Sache ist. Das braucht doch niemand. Das ist voll das Suchbild. Habt ihr Westwood eigentlich gesehen? Blast ja. Chamber. Wir haben das Jahr 2096 und es ist Sport, eine Bombe umgeschnallt. Es ist Sport, eine Bombe umgeschnallt zu haben. Lust auf mehr? Nein. Der 3D-rotierende Todeskampf. Ist das einfach Bomberman in anders dann? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Konzept ist. Es ist Sport, eine Bombe umgeschnallt zu haben. Lust auf mehr. Warum sollte ich das spielen wollen? Weil es extrem ist. Ja, das Videospiel ist ja noch lustig, aber ich glaube, wenn es zu real wird... Sieht ein bisschen aus wie Smash Bros, oder? Nur um die alle dann Timer lecken. Ich glaube, das könnte sogar lustig sein. Oh mein Gott, einer hat die Bombe um, muss die den anderen dann umschneiden. Ja, das ist einfach nur heiße Kartoffeln. Oh, das ist wie das Mario Party Minispiel. Move or die. Bestimmt. Volle innovative Ideen und Überraschungen. Stark. Ich finde es gut, dass da vor jemandem steht, der gerade explodiert, scheinbar, so wie der Hintergrund aussah. Oh, du hast recht. Was ist denn diese Seite? Oh, meine Augen. Ja, das ist halt ein Händler, der halt Sachen verkauft hat. Und ich muss sagen, manchmal haben sie bei der Farbwahl, da haben sie manchmal Entscheidungen getroffen, die ich nicht getroffen hätte. Zum Beispiel das hier. Ich würde sagen, das macht es ein bisschen schwer zu lesen. Und der Laden heißt Flying Arts. Die Webseite kann man für 150 Euro kaufen. 150 Euro?
Kurz mal D-Mark. Nachgeschaut. Nee, also da, die hole ich nicht. War aber scheinbar nicht so erfolgreich, die Werbung. Die Ladenpreise können aber abweichen, also alles gut. Da wollte ja, ich, was haben wir da? Dass die Farbpatrone schnell leer wird. Welches Spiel würde ich kaufen? Irgendwas für Nintendo 64. Command & Conquer! Für die PlayStation. Etwa das mit diesem... Boah, das sind 2000. Nintendo 64. Das ist echt schwer, was zu erkennen. Booster-Umbau? Was zur Hölle ist das überhaupt? Boah! RGB-Umbau für Nintendo 64? Für US-Japan-Spiele. Kannst du mal bitte bei Nintendo 64 ganz unten gucken? Wie ganz unten? Mario Kart? Spielt man das mit den Einkaufswagen oder was? Ach so, Mario Kart plus... Ich meine, vielleicht heißt es auch eher japanisch so. Diese japanischen Versionen. Achso, die japanischen Versionen. Ah, okay. Auf Anfrage. Also ich an sich... Ach, da haben wir Umbau sogar für US und japanische Spiele. Ja, genau. Also an sich muss ich sagen, von Spielen, die ich davon haben wollen würde, ich würde mich, glaube ich, für Wave Race entscheiden, aber für 200 Mark... Ja, ich wollte gerade sagen... Das aber Spiel hat eine halbe Stunde Umfang, wenn man es wirklich... Mario für die US-Version, ne? Darfst du nicht vergessen. Crazy. 200 Mark dafür, aber... Nee, brauche ich nicht. Oh ja, das habe ich rausgesucht, weil das war von dem Vatara Supervision ein Eintrag. Ich dachte mir, war es, als ob irgendwann mal darüber geschrieben wurde. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass ich das gesehen habe. Du hast das Ding, oder? Ja, darüber habe ich mal ein Video gemacht. Ja. Ich hatte große Probleme, irgendwelche Informationen darüber zu finden. Das Supervision kam als preiswerter Gameboy-Clone auf den Markt. Mit circa 30 Spielen bot das LCD-Handheld jedoch wenig Abwechslung, zumal die nachgeahmten Spieleklassiker wie Pac-Boy, Crystal Ball und Pro Tennis kaum fesselten. Konsolensammler stellen das Supervision als einmalige Anschaffung ins Archiv. Kann ich bestätigen. Da gehörst du dazu. Jawohl. Du also. Kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Ach, schon damals waren es einfach nur für Sammler. Was ist das hier überhaupt? Müller-Bobbe statt Zahnarztplombe, der SNES-Klassiker jetzt auch für Mega Drive. Hey, Fully, bald auch für PlayStation. Das Fully. Ja, Fully ist gerade links das Bild. Da ist dieser zusammengequetschte Typ. Was ist das für eine. Die Pizza sieht widerlich aus. Was ist eine Pizza? Durchschnittlich verdrückt der deutsche Fußballfan 10 Flaschen Bier, 2 Pizzas und 3 Tüten Chips pro Länderspiel. Oh, nein. Ja, okay. 10 Flaschen Bier? Niemals in keiner Welt. Was ja, das ist das Problem, das an Mail. International Superstar Soccer Deluxe ist... Chips ist normal. Ist so bombenscharf, da wirst du kaum zum Essen kommen. Oh, ich verhungere, wenn ich das esse. Nein. Ich weiß doch bei International Superstar... Oh, diese Anfang mal. International Superstar Soccer! Ole, 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 Bombenstimmung mit International Superstar Soccer Deluxe. Blablabla, Wertungen, okay. Weil 11 von 95? Was das heißt? Ist Ausgabe 11 von 95. Okay, ich dachte schon. Puh, das ist aber ganz schön schlecht bewertet. Oh mein Gott, dieser Deluxe. Diese Deluxe-Marke auf der Verpackung. Das ist der Fußball. Deluxe. Es ist wild, so hohe Zahlen als. Ey, das ist der Fußball, stimmt. Ach, und ist noch ein Fußball. Knuckles. Warte. Ich glaube, es ist ein Fußball. Vielleicht ist das der Pokal. Oh, stimmt, der spiegelt sich vielleicht so. Ich muss sagen, Müller-Bombe statt Zahnarztblombe, das ist ein guter Slogan. Schlage ich auf jeden Fall zu. Ja, ja, würde ich kaufen. Welcher Müller? Es müllert wieder. Einige Dinger sind es wert, sie besonders zu schützen. Ich liebe es. Dynasty Warriors, das Beat'em-up mit dem einzigartigen Verteidigungssystem. Kann man da seinen Schritt besonders schützen in dem Spiel? Oder warum? Es hat ein einzigartiges Verteidigungssystem, was soll ich sagen? Ich glaube, man hält sich einfach immer beim Deathen nur die Hände vor den Schritt. Ich mag doch, dass da was draufgeschrieben ist. Das Thumbnail, was Maeve mal für Mario Smash Football benutzt hat. Oh ja, Smash Football, da hatten sie die 2 Fußbälle in dem Netz. Ja, im Netz. Das war super. Das sah echt genauso aus. Wenn das die einzige Lösung zu sein scheint, kennt ihr dieses Buch noch nicht. Oh Gott, oh nein. Der Gamebreaker, mehr als 1000 Cheatcodes. Und wann geben sie sich die Kugel? Das war eine Rocher-Werbung, ne? Ja. Oh mein Gott. Ich liebe es, wenn das die einzige Lösung zu sein scheint, dann fehlt dir der Gamebreaker. Straight up. 100% Fun-Faktor, garantiert. Was ist das eigentlich für eine Hand an der Waffe? Ich erkenne das gar nicht. Da ist keine Hand an der Waffe. Das ist der Griff. Das ist nur der Holster, ja, okay. Der Griff, nicht mal Holster, ist was anderes. Ich mag es, dass das da unten eigentlich schon sehr unscharf ist, also sie wussten nicht ganz, wie sie es ausschneiden sollen, deswegen haben sie einfach sauber drumherum geschnitten. Das ist eine Sache, mit der ich auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Das ist aber echt nicht so gut ausgeschnitten. Ja, ich weiß aber auch nicht. Mit einer Schere.
Ich weiß aber auch nicht, wie die Technik damals, was Photoshop ja, damals hergegeben hat, wie das war. Der Vibrator für den Mann. Da kommt jeder schnell zum Schuss. Dank übersichtlicher Armatur. Für noch mehr schöne Stunden allein oder zu zweit. Die ganze Werbung wird sein. Oh Gottes Willen. Der ergonomisch geformte Controller. Seine Vibrationen sorgen für deutlich gesteigerte Erlebnisintensität. Gefühlsecht. Das ist irgendwie witzig. Damit feuchte Daumen nicht ins Rutschen kommen. Thumbsticks mit extra griffigen Gumminoppen. Ist aber Gerd hat letztes Morgen auch geredet über seine Gumminoppen. Mhm. Ich nehme nie wieder den PlayStation-Controller von jemand anders in die Hand. Outer Wilds. Der PS3-Controller ist eklig, der fängt so an zu schwitzen, die Sticks. Hatte der Rumble? Ja, das ist doch die ganze Werbung, Johnny. Yeah. Ja. Was? Ja, ja. Du hast gerade gefragt. Ja, ob er wirklich Rumble hatte. Ja, natürlich. Das ist der DualShock. Ob es überhaupt zur Werbung passt. Sonst wäre das eine sehr bizarre Werbung, es den Vibrator für den Mann zu nennen, wenn er kein Bubble Pack hat. Der neue Höhepunkt für jeden Gamer, der DualShock-Controller. Mit ihm wird Game-Action noch realistischer. Schläge, Kicks und Fights begleitet er mit Vibrationen für ein noch intensiveres Game-Erlebnis. Einfach probieren, der DualShock-Controller wird Sie nicht enttäuschen. Ich bin nicht der größte Fan von Rumble Packs, ehrlich gesagt. Was war eigentlich diese Analog-Taste da? Dann leuchtet der Controller. Was schaltet man damit um überhaupt? PS1-Spiele, nicht alle sind dafür, sind für DualShock gemacht. Das heißt, da kannst du dann umstellen, ob du den Charakter mit dem Stick steuern willst oder mit dem Steuerkreuz. Habe ich nie gecheckt als Kind. Weil ich glaube, es macht auch nicht wirklich einen Unterschied, aber an sich sollte es dafür sein. Auch mal ja auch gar nicht. Man kann ja beides einfach machen, dass beides. Genau, vielleicht gibt es Spiele, bei denen dann. Na, dann wiederum. Aber sagen wir mal, da vielleicht Controller das Menü steuert, aber. Dann, Erfinden des Standardsystems, wie die meisten Controller heutzutage sind eigentlich. Ja, ja. Das war außer der erste Pro-Controller. Nintendo 64 Werbung. So ehrlich gesagt. Ich muss gerade so suchen, wo ist hier ein Spiel überhaupt? Nintendo Extra Large. Freude. Niedergeschlagenheit, Furchtlosigkeit, Euphorie, nur eines der Gefühle, die Sie beim Spiel von 1080 Snowboarding erleben. Frust, Übermut, Angst, Erniedrigung, Ausgelassenheit, Zorn. Ja, wollen die sagen, dass man das alles dabei erlebt, oder? Ich glaube schon. Ich will aber keine Angst beim Spielen erleben. Das neue 1080 Snowboarding von Nintendo simuliert ganz bestimmte Gefühle. Jedes Mal, wenn sie es spielen, wenn sie Zuschauer toben hören, nachdem sie eine astreine 1080-Grad-Landung hingelegt haben, werden sie eine Ausgelassenheit erleben, die sie vorher nicht für möglich hielten. Aber das soll wirklich gut sein, ne? Naja, ist okay. Hm. Dann bekommen sie es mit einer Reihe von Begrenzungsballen zu tun, die sie so sehr erniedrigen, dass sie Gefühle empfinden, für die selbst wir noch keine Bezeichnung gefunden haben. Ich liebe es so sehr, wie klein das Gameplay da unten ist, einfach so. Das stand nicht im Fokus. Vor allem, sie haben noch eine Doppelseite. Sie haben zwei Seiten dafür bezahlt. Ja. Je kleiner, desto realistischer sieht es aus. Unser Spiel ist hässlich. Wir brauchen eine Werbung. Let's go. Das sah okay aus, aber. Ja, aber sie trauen sich jetzt scheinbar nicht so zu zeigen oder so. Extra large überhaupt. Ja, ich verstehe immer noch nicht, was das Kondom jetzt mit irgendwelchen anderen Teilen von dem Spiel zu tun hat, von der Werbung. Ist ja so breit, das muss doch irgendwas mit dem Controller oder so zu tun. Ich denke wegen dem Nintendo 64-Slogan, aber. Vielleicht soll der Kondom aussehen wie so ein Snowboard. Vielleicht ist er deswegen so lang. Ja, irgendwie sowas wird sein. Oh, ja. Ich hab's nicht verstanden. Naja. Sehr merkwürdig. Mach mich krank, Schwester. Nee, Alter. Die auch eine Sonnenbrille auf hat, nice. Hast genau du es nicht satt, dauernd gegen die gleichen Pappnasen zu kämpfen? Wie wär's mal mit der coolen Krankenschwester, die dich so richtig fertig macht? Oder mit dem V? Oder mit dem netten Samurai von nebenan? Rival Schools hat 14 extravagante Charaktere, die mit reichlich Offensiv- und Defensivtechniken zuhauen. Dass die Schwarte kracht. Die Schwarte. Burning Rigger Attacks, steuerbare Attacken in der Luft. Zwei wehbare Kämpfer, von denen du einen zu Hilfe holen kannst, wenn's eng wird. Alles auf zwei unabhängigen CDs oder ziehst du privat auch nur Jogginghosen an? Was? Ja, hallo? So, wer von uns hat gerade Jogginghosen an? Auf zwei unabhängigen CDs. Bei dem Wetter habe ich keine Jogginghose an, tut mir leid, Johnny. Ich auch nicht, ich habe eine kurze. Ich habe auch eine kurze an. Ich habe eine an. Maeve, bitte sag, dass du einfach nichts an hast. Ich habe nichts an. Ah, schön. Nice.
Naja, ich habe übrigens keine Ahnung, was der Rival Schools für ein Spiel an sich ist, aber... Habe ich auch noch nie gesehen. Ist das... Ich dachte gerade, das wäre der Harvest Moon Charakter da links unten in der Ecke vom Cover. Nee, vom Cover rechts. Ich meine, da ist ein Typ, der einen Eisbären verprügelt, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Frau, die gerade nach hinten geschlagen wird, aber... Ah ja. Ist auch ein Eisbär. Oh ja, das sind beide. Das ist ein Ja, vielleicht ein bisschen wie Tekken oder so. Ich sehe den Eisbär vor allem. Ich auch. Ja. Naja, gut. Das fand ich hauptsächlich lustig, weil... Die Pose ist super. Wer will dieses Spiel vor... Was soll das für ein Bild sein? Soll es mich überzeugen? Er hat so viel Spaß. Unterstützt von Oliver Bierhoff. Hat sich aber nicht mal extra fotografieren lassen für das Spiel, sondern ich habe einfach irgendeinen Ausschnitt aus dem Fernsehen genommen. Das heißt, ihr unterstützt von Oliver Bierhoff. Den haben sie den 100er gezahlt und der hat dann dafür einen Untergrammund gegeben oder so. Ja klar, so läuft das immer. Ist irgendein Zitat von ihm wenigstens da oder so? Die Unterschrift ist da. Weißt du, okay. War Philipp Lahm drauf. Ja, viel trägt er nicht dazu bei, aber das ist auch... Das ist halt auch eine richtig undynamische Pose. Er sieht aus, als ob er gerade aufs Klo müsste. Ja. Er kneift ein bisschen Beine zusammen. Deswegen muss ich erstmal lachen, wo ich ihn gesehen habe gerade. Ich meine, das ist unser Golden Goal, Oliver Bierhoff, ja. Den kann man besser in Szene setzen. Ich liebe, wie sein Name nochmal so leicht durchsichtiger hinter seinem Namen nochmal steht. Ja, da aber ein bisschen dynamischer, aber das können wir nicht im Vordergrund packen. Wir wollen ja ein schlechtes Bild haben. Ja, ich meine auch oben beim Namen. Ja, das ist halt Oliver so, Bierhoff und dahinter steht nochmal Oliver Bierhoff. Das ist Bierhoff. Wie bei Oliver Geissen Show. Ja. Ja, stimmt, als würde es sich bewegen, als wäre es eigentlich so ein Intro, wo so Buchstaben durch Vera steht in Barbara Salisch. Ja, das war damals drin. Oh Gott, okay, wo fangen wir überhaupt an? 20% aller Jungs haben regelmäßig die Hosen voll. Das ist dasselbe Lederhosen mit der Pizza. Lone Soldier, Kraftfutter für echte Konsolensöldner. Lone Soldier, Bleifressen statt Bettnässe. Statt Bettnässe. Ach, deswegen hab ich's hier rein. Alter. Ich liebe diese Reime. Die sind super. In Bayern die Lederhosen aus. Bleifressen statt mutig, du bist schnell. Du bist Lone Soldier. Aber seht ihr, dass das dasselbe Layout hat wie bei dem Pizza- und Fußballbomben-Ding? Das ist genau dasselbe. So auch gestretched. Ja, ist auch von. Ja, wird Konami auch so weiter gemacht haben. Ja, wird ja bestimmt da so eine Agentur für geben. Ja, aber das ist schon wieder nicht kein normales Bild, ist sondern so gestretched. Ja, und diesmal sieht man gar kein Gameplay. Moment, hat man beim letzten Mal auch nicht. Aber dafür stehen alle Level direkt links in der Seite drin, die du erleben wirst. Im Dschungel hast du es mit Terminator zu tun. Von den Werbungen. In Canyon musst du das machen. Im Middle Eastern City musst du das machen. Einiges machen. Steht einfach die Level, was man da in Alien Situation mit 3D begegnest du weiteren Außerirdischen, das der reinste Dauerthrill. Weiteren, also begegnet man vorher eh schon Aliens, cool. Aber da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Hey, wenn der Ridge Racer Revolution zu schnell ist, dann spiel doch hier mit. Was soll das überhaupt sein? Was ist das? Was haben wir denn diese Ente? Lahmes Kinderspielzeug. Richtig gut. Sieht überhaupt nicht lahm aus, das sieht cool aus. Ich mein, wisst, passt, das ist das Fantastische. Ich liebe es, dass du jetzt gerade gesagt hast. Als ich das rausgesagt habe, dachte ich mir nämlich, ich werde dann so einen Witz damit machen, dass heutzutage wahrscheinlich einige Leute sagen würden, das ist kein Kinderspielzeug, ist einfach nur, ist für Leute von jedem Alter. Und Johnny hat jetzt gesagt, oh nö, ich finde, das sieht eigentlich schon cool aus. Aber doch nicht für jedes Alter, das ist schon für Kinder. Aber cool. Ich liebe es auch unten, wie PlayStation so hart versucht, das nicht als Spiel zu verkaufen. It's not a game. Sind keine Spiele. Hat sich irgendwie auch durchgesetzt. Es zieht sich ja so ein bisschen durch, dass nur kleine Bilder von den Spielen zu sehen sind, ne? Ohne ganz wenig. Ich meine, die Seite sticht halt auch mehr so raus mit einer Farbe und wenig drauf. Ja, aber die Konsole ist halt viel größer. Ja. Hinter der Konsole ist so Matrix-Shit. Ja. Aber wenn das Spiel zu schnell ist, dann spiel doch lieber hier mit. Ich spiele Hotline. Bombenstimmung beim Schule-Schwänzen. Schon wieder von Konami. Starfighter 3000, explosive Flugsimulation für PlayStation, Sega, Saturn und PC. Bla 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 bla. Ich habe das Gefühl, sie würden heutzutage kein Spiel mehr damit bewerben, dass du damit viel Spaß beim Schule-Schwänzen hast. Ich habe gerade gelesen, virtuelle Landschaften, überflüssiger 3D-Grafik, aber da steht ultraflüssiger. Ich mag, dass sie das selber höllisch nennen. Über 50 höllische Missionen auf 4 Levels, dass es so ultra schwer und scheiße sein könnte. Boah. Guck mal, Luft- und Bodengefechte, andocken an das Mutterschiff. Andocken an das Mutterschiff ist so ein Feature? Ja, das heben die hervor.
8 ultimative Soundtracks. Wow. 8 Stück. Ultimativer Soundtrack, Alter. Freunde. Kann ich den auf CD haben? Ja, klar, PC-CD-ROM. Ich mag auch, dass da The Future of Space Combat steht, so als gäbe es eine Vergangenheit. Na, gab's, in dem Punkt gab's schon ein paar. Ob man die CD wie Age of Empires einfach in einen CD-Player einlegen konnte und dann den Soundtrack hören konnte? Das kann man das konnte damals. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Naja, Bombenstimmung beim Schule schwänzen. Aporett wäre stolz. Was ist schon das? Wieder davon sehe ich gerade. Ja, schon wieder das exakt gleiche Layout. Die meisten Basketballspiele sind total sterbenslangweilig. NBA in the Zone 2 ist total scharf. Oh, das kann man heutzutage auch nicht mehr gut, da war so eine Rasierklinge als scharf bezeichnen. Und daneben sag. Ja, die ist ziemlich scharf, oder nicht? Ja. Ja, NBA in the Zone 2 total besser. Also das ist wirklich eine schreckliche... Die total. Sie sehen auch total in Alten von. Wie oft total da steht, ja. Naja, das ist nicht ganz lustig wie die anderen, muss ich sagen, aber naja. Ich fand das Bild mit der Rasierklinge in dem Ball lustig. Es ist lustig im Sinne von, ich verstehe nicht, was ich hier sehe. Was ist hier los? Du bist total scharf, Johnny. Sterbenslangweilig. Ich wollte einfach nur das Wort total in den Basketball und dann in the Zone 2. Glaubt ihr, die haben für total eine andere Font verwendet oder ist das so ein ASCII-Zeug, dass sie da irgendwo das gefunden haben? Andere Font? Ich meine, die haben es überall gleich das geschrieben. Das L sieht nämlich sehr komisch aus. Das L sieht, ne, da wiederum unter dem T ist auch so. Ja, jetzt ist schon eine Font. Ich sehe gerade so ein bisschen geschwungen. Man sieht sehr stolz drauf. Total stolz. Ja, total scharf war das. Das ist einfach nur ein Testbericht zu Terranigma, den ich gefunden habe. 7 von 10. Ja, deswegen fand ich ganz lustig, weil... Boah, krass. 7 von 10. Damals war, glaube ich, noch 7 von 10 noch besser als heutzutage. Oh. Guck mal, der letzte Artikel. Ja, deswegen habe ich sie hier reingepackt, Maeve. Nicht ausgereift. Terranigma ist bei weitem nicht das beste Action-Adventure, das in Deutschland für das Super Nintendo zu haben ist. Oh! Oh! Ja, erstmals muss man Mängel im Game-Testing eines Class-A-Produktes des Videospielgiganten attestieren. Ein Beispiel, bei den Endgegnern ist man meist mit einem Heilkraut ausgerüstet. Neigt sich die eigene Energie dem Ende zu, ist man während des Schluckens des Hitpoint-spendenden Extras unbeweglich und verwundbar. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, so das heißt doch, bevor die lebensrettenden Punkte gutgeschrieben werden, zieht die CPU die Punkte des Treffers ab und der Held ist tot. Nee, das, also man hat wirklich einige Iframes, während man das runterschluckt. Das stimmt perfekt. So nicht. Dass man sich nicht bewegen kann und dass man dann vielleicht in einem ungünstig steht, okay, aber man ist trotzdem unbesiegbar eigentlich. Die Kollisionsabfrage ist ebenfalls etwas missraten, das würde ich auch nicht. Man kann doch in den Koffer verschwinden. Das Level-Design nicht immer fair. Auf dem Bild, auf dem untersten steht, in Truhen findet man Get und Ausrüstung. Ein bisschen Get. Ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, was sie kritisieren im Spiel, ist nicht, was mich gestört hat. Überhaupt nicht. Also und wenn ich mir die Bilder angucke, haben die auch nicht sehr weit gespielt. Das sind so komische Dinge, die sie hervorheben. Es ist kein Screenshot von Nacht der 2. Die Figur steigt ein Level auf. Vielleicht wollten sie aber auch nicht spoilern. Nee. Fun Generation Statement, bitte. Die Nashörner bilden die Brücke zum nächsten Abschnitt. Die Attacken werden ausführlich geklärt. Das ist die größte Lüge, die hier überhaupt irgendwo steht. Diesmal nochmal das Ende von dem Video. Doch, die werden erklärt, durch. Aber wir haben es uns nicht angeguckt im Spiel. Guck mal, wenn du da reinzoomst, dann siehst du die Attacken. Oh, warte, jetzt sehe ich es gerade. Wer noch nicht alle Action-Adventures, die in Deutschland erhältlich sind, durchgespielt hat, der tut gut daran, erstmal die Klassiker in Angriff zu nehmen. Nintendo of Europe hingegen täte gut daran, Hits wie Super Mario RPG umzusetzen, bevor man auf ein mittelmäßiges Produkt als Weihnachtstopseller zurückgreift. Alter. Oh, das ist also... Autsch! Also ich habe das Gefühl, sie sind doch ein bisschen zu weit gegangen. Boah, das wären die Leute, die in der ersten Folge Kommentare geschrieben aber haben. Aber die nennen ein 7 von 10 Spiel ein mittelmäßiges Produkt? Ja, ich weiß auch nicht ganz, wie fair. Ich meine, 7 von 10 ist wohl an dem Punkt, kannst du auch gleich in den Müll werfen. Ich finde sowieso die Bewertung komisch. Grafik, Sound und Gameplay wird nur bewertet. Vor allem, sie haben nichts darüber geschrieben, dass man in der zweiten Hälfte nur noch herumfährt und absolut keine Ahnung hat, mit welchen spezifischen... Ja, weil die da nicht waren. Die haben ja nicht gespielt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Niemand hat so weit gespielt. Ja, ist echt so. Heul nicht. Heul nicht gleich, wenn diese Jungs dir einen Korb geben. Oh.
dank's ihnen. Oh, stark. Ja, das liebe ich. Dieses Bild ist so cursed. Warum steht er einfach tot? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Der ist NBA, total NBA 97. Tot 97. It's not a game. PlayStation, it's not a game. Ja, was dann? Oh, das war einfach nur so ein komischer Comic. Ich glaube, es war zu einem Fighter, wo sie bei einer Veranstaltung waren und da sind eine Sprechblase. Ich habe nicht gelesen, was da steht, aber es sah lustig aus. Na, Mahlzeit. Comics mit echten Menschen, die in irgendwelchen Bravos und so waren. Oh, was brutzeln die da hinten bloß zusammen? So eine halbe Sau und ein Brötchen können doch nicht so schwierig sein. Ich bin nicht der Kellner. Sau. Oh, Moggi. So, nee, boah, da können sie jetzt Fleisch schon mal rennen. Was? Normalzeit. So, Börschchen, das kannst du jetzt den Fischen geben. Smasher befühlt seinen Kopf und denkt, hey, ich glaube, ich hab Muskeln am Hirn. Wieso steht ich sollte das Hemd doch nicht bei 90 Grad waschen. Das spannt ja ekelhaft. Was? Was ist das? Ist hier lustig, der Comic aller Zeiten. Ja, das Warum war der Kellner irgendwie auf einmal bayerisch? Ich glaube, es sollte eher sächsisch sein. Oder nee. Sächsisch, ja. Ja, aber ich verstehe nicht mal. Never. Fleischer mal reinhören? Ist das nicht bayerisch? So, Never, da gönnst jetzt Fleisch mal reinhören. Gänse Fleisch mal vorbeikommen? Ja. Also, ich würde sagen, das ist nicht bayerisch. Nee, ist nicht bayerisch. Ja, nee. Aber es klang kurz so. Ich weiß aber auch nicht, was er aussagt. Ja, ich verstehe auch absolut nichts hiervon. Ich dachte mir schon, dass sie einfach so ein Bild für so ein Muskelpaket haben und dann irgendwie dachte, dass sie irgendwas Lustiges dazu schreiben müssen. Steht da im Hintergrund Fighting Force oder so, ne? Ja, es wird irgend so ein Fighting-Spiel halt. Jetzt kennt ihr auch irgendwie so ein Taschenformat-Magazin, wo auch immer auf der letzten Seite Tiere drauf waren und da waren immer Sprechblasen mit so lustigen Gedanken, die Tiere gerade haben. Ich will direkt sagen, es gibt noch einen Comic von einer Redaktion von einer Zeitschrift, der über zwei Seiten geht, den habe ich auch noch mit drin. Oh, let's go. Oh, das war von 1990 oder so, als Dragon Ball zum ersten Mal rauskam. Und wollt ihr wissen, was sie damals davon gehalten haben? Ja. Na klar. Fanden sie es scheiße, dass es nicht bunt ist. Wie weit kann ein Comiczeichner gehen? Vermutlich genau die Frage, die sich Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama vor jeder neuen Geschichte stellt. Dragon Ball ist ein Comic ohne Tabus. Sinnlos, brutal und sexistisch. Kurzum, von A bis Z peinlich. Trotzdem ist er unglaublich charmant und zu jeder Zeit kinderfreundlich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Verrückt, sagt ihr? Okay. Keine Frage. Toriyama gehört in die Zwangsjacke, aber er ist ein Irrer mit Fantasie. Mit so unglaublich viel Fantasie, dass einem die Konkurrenz einfach leid tun muss. Was hier jeden Monat aufs Neue an absurden Ideen und explosiven Gags abgebrannt wird, hält der stärkste Mann nicht aus. Hält Son Goku begegnet mehr durchgedrehten Gestalten, als sich ein Gehirn ausmalen kann. Und ist selber das absurdeste Stück Charakterdesign, das jemals in Druck ging. Naja. Ungefähr genauso substanzlos wie seine Charaktere sind Toriyamas Handlungen. Klamauk ohne Sinn und Verstand. Oder doch nicht? Wir grübeln jetzt noch darüber nach. Fest steht aber, dass euch der japanische Meisterpinsel geschickter Entwickler als... Was? Einwickelt. Ach, einwickelt als jeder andere Mann vom Fach. Genie oder Wahnsinn? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, Dragon Ball bringt mehr Spaß als alle anderen Comic-Serien zusammen. Oh, Mann, was für ein Review? Ja, er klang wie so ein Hater und dann hat er das... Review ging so auch schön und tief, ey. Ja, der hat alle Emotionen, die ein Mensch erleben kann, hier durchgelebt. Vor allem der Manga ist wahrscheinlich... Besonders er gibt dem Plot eine 10. Aber... Oh mein Gott, ja... Yo. Was soll überhaupt Konsequenz für ein Kriterium sein? Ja, wahrscheinlich, weil alle, die sterben, trotzdem irgendwie wieder auftauchen oder so. Kolorierung 6! Da sind schwarz-weiß? Keine Farben! Deswegen, sonst hättest du 10. Ja. Das Cover ist koloriert. Ich hab's Gefühl, wir sollten Kolorierung einfach 1 oder 0 machen. Vielleicht, wenn es gut chiffriert. Ja oder nein, einfach. Konsequenz, was will. Warum gibt der Plot eine 10, wenn er sagt, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn? Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Er sagt einfach, der Plot ist substanzlos, aber scheinbar gefällt ihm trotzdem das Rumgeprügel so sehr, dass er eine 10 geben muss. No. Ah, ja, ich dachte, schön. Das ist, Ja. Wer will gut. Die Review davon? Ich hab den Manga aber ein bisschen, tatsächlich sogar ein bisschen. Wow. Okay. Wow. Spannend bis zur letzten Seite, Freunde. Bis zur letzten Seite, dann geht der Spaß erst richtig los.
Das offizielle PlayStation-Magazin, natürlich aus dem Cypress-Verlag. Wipeout, spielbar, exklusiv, OPM. One Punch Man. Wahrscheinlich. 0 PM? 0 PM, ich weiß nicht. Kann ich das in Soul Fighter? Ich kann es hier nicht drehen. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist einfach faszinierend wie ein Gemälde, tödlich wie eine Guillotine. Und ich dachte mir einfach über zwei Seiten, was haben die überhaupt alles hingemalt? Sie sehen aus wie so Schnipsel von Magazinen. Ja, irgendwie zusammengefasst. Ja, stimmt, das sind Schnipsel, ja. Das ist richtig cool und kreativ. Oh ja, hier sieht man auch die Eier aus dem Spiel mit den ganzen. Ja, aus so Screenshots zusammengefasst. Oh mein Gott, das ist ja super cool. Die haben einfach auch das Gameplay genommen und als Hintergrund gemacht und davor die Charaktere. Stell dir mal den Tigermann hier an. Ja. Ja, den krieg ich sogar. Ah, ist ein bisschen wild. Haben so eine Landschaft aus den Screenshots gebastelt. Das ist richtig cool. Ja, das habe ich gesehen. Ich dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ich hier sehe, aber das ist beeindruckend. Ja. Soul Fighter, geschaffen für Dreamcast. War das sowas wie Warcraft vom Gameplay? Geschaffen finde ich gut. Sieht aus wie so ein. Das mit den Zahlen wirkt, als ob es ein RPG wenigstens sein sollte. Ich habe keine Ahnung. Na, ja, vielleicht sind es auch nur die Runden oder so. Es sah so isometrisch von der Perspektive aus, von den Screenshots, aber ja, kann auch First Person, Third Person irgendwie sowas sein. Cool. Ja. Oh mein Gott. Geile Gruftschlampe. Das ist ein Leserbrief. Servus, liebe Genossen. Also ich muss schon sagen, euer Comic in Ausgabe 100 ist doch etwas, naja, sagen wir mal, provokativ. Schon der innovative Titel, die kleine Gruftschlampe. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Zu viel Kreativmüsli gemacht? Ja, das ist mein Geheimnis. Sicher, der Comic ist durchaus zielgruppenorientiert. In Klammern, welche Singles wie meiner einer? Aber was ist, wenn ein Gameboy-Kiddy euer Mac kauft und dann Mutti fragt, was der lustige Onkel Professor dabei macht? Ja, ja, sowas kann übel ausgehen. Einmal ehrlich, der erste Gag ist mal richtig cool, aber der zweite mit den Ratten ist Schrott. Den kapiere ich gar nicht, in Klammern. Hä? Und überhaupt, was weiß ich, hat das Ganze mit Videogames zu tun? Aber die Kleine ist geil gezeichnet. Erinnert mich irgendwie an Shirley Manson. Die ich übrigens vergöttere, das wollte ich hier mal in aller Öffentlichkeit kundtun. Was ist eigentlich mit Wons passiert? Was? Jetzt war Werner so ähnlich und ihr habt die Rechte verloren. Übrigens, das Volk fordert Opium und zwar in Form von wir über uns. Ich fordere hiermit, dass ihr diese geniale Rubrik, nach der ich regelrecht süchtig war, wieder in euer Mac zurücknehmt. Sonst werde ich mal richtig grantig zu dieser. Aufzunehmen. Zu dieser Heftkleber- oder Klammerdiskussion. Ich finde euer Papier sowieso scheiße. Es saugt sich so schnell mit Wasser voll. Ihr bemerkt doch hoffentlich den ironischen Unterton. Oh mein Gott, meint er. Ja, er meint. So, das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich muss jetzt sowieso aufs Klo. Euer treuer Leser seit Ausgabe Nummer 1. Das könnte 1:1 so heutzutage auf Twitter gepostet werden. Ich meine, natürlich ist das seit Ausgabe Nummer 1. Er bezieht sich auf Ausgabe 1. Nein, das ist eins von 2000. Okay, Januar 2000, ja, okay. Aber ja, das ist, Ich find's gut, dass sie es einfach abdrucken und keine Antwort drauf geben. Na, da war irgendwo eine Antwort, denke ich, hab ihn interessiert. Okay. Liebes, dass wir keinen Kontext Willst du überhaupt noch wissen, was ihre Antwort darauf war? Letzten Fick ist Wons. Ich weiß nicht, irgendwas aus zurück oder so. Ja, klar. Oh nö, nee, bist du sinnlos, meins auch. Gibt 72 Mäusen einen Sinn, das Fun-Abo. Oh mein Gott, das ist voll clever. Kostet 72 Euro oder D-Mark oder was? Mein Leben ist so sinnlos. Ja, kannst du dem Leben von den Mäusen wieder einen Sinn geben? Ja, hoffentlich. Okay, die Werbung ist so komisch. Alleine Xmas feiern oder doch lieber eine Playstation inklusive Umbau und DualShock. Das ist beides traurig. Es gibt keinen Grund für dieses Stripper-Bild in der Mitte. Warum schließt das eine das andere überhaupt aus? Stimmt. Ja. Ist man dann so oder so alleine, aber du kannst alleine sein oder alleine mit einer Playstation? Suggeriert das Bild nicht sowieso, dass man mit den 260 Euro sich dann Stripper stattdessen holt? Dann ist man doch nicht allein an Weihnachten. Ja, beide Auswahlmöglichkeiten haben überhaupt nichts mit dem Bild zu tun. Ja. Keine Sorge, es gibt alle Spiele für den schmalen Markt. Schmale Mark. Ja, und dann ist es auch noch Dreamcast. Nee, haben einfach alles. Ja. Ist der PlayStation-Dealer. Die PlayStation-Dealer. Ey, aber dieses fucking Bild ist einfach.
Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Oder der Slogan ist auch komisch. Was steht da oben, Xmas? Keine Ahnung. PSX oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Umbauschip schon ab 7,50 Mark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da einen guten bekommst. Schnapper. Hey, die Redaktion, die große... die große Games & More Photostory. Also, wo stehen wir? Bislang haben wir erst einen neuen Redakteur, bisschen wenig. Säusel, ich bring euch Frieden. Und einen bekloppten Außerirdischen. Aber ich habe im Zeitschriftenladen um die Ecke das hier gefunden. Ups, mit Gimmick, ist das eine Parodie vom Ups oder was? Oh mein Gott, ja, Redakteur aus der Tüte. Ups mit Gimmick. Naja, wenigstens mal was anderes als immer nur Uhrzeitkrebs, okay. Ja. Willst du das cool. Redakteurpulver nur in Wasser gießen und umrühren? Dann macht er's. Er steht sehr, sehr, sehr mächtig da auf jeden Fall. Oh, sie hoben gelatet. Oh je, das Pulver muss wohl in Österreich hergestellt worden sein. Ah, das ist der Redakteur, der da rauskam. Ja. Ja. Nach einigen weiteren mehr oder weniger erfolgreichen Durchgängen ist das Team komplett. Okay. Alien. Jetzt müssen wir erstmal ordentlich feiern. was ich euch vergessen habe zu sagen, wir haben für die Erstausgabe nur noch 4 Tage Zeit. Oh oh. Und alle rennen weg. Der Becher schwebt noch auf der Stelle, das finde ich ein gutes Detail. Ja, das ist super. Und das Wasser auch noch. Ist das gefotoshoppt? Ich bin so verwirrt. Das Glas auch noch, was der Typ in der Hand hatte. Das rote. Oh, ist auch noch in der Luft. Ja, das ist auch noch da. Boah, damit haben sie sich richtig viel Mühe gegeben. Weil das sollte so suggerieren, so. Ach so, dass sie so schnell weg sind. Ach, ja. Was haben wir Maus am Bildschirm? Egal ob im Layout. Schnell, ich muss noch nichts 5 Minuten 23 Seiten zusammenbauen. Ja, so macht man das. Und der Tacker, ganz wichtig bei der Arbeit am PC. Maus am Bildschirm stehen. Oder in der Redaktion, überall herrscht Katastrophenalarm. 46 Level, 30 Minuten, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Mach mal was Verrücktes. Okay, ich klemme mir 2 Stifte ins Gesicht. Holy shit. Und trotzdem diverser Schwierigkeiten. Boah, Stromausfall. Wird der Termin gehalten? Echt fertig. Das sind auch alle. Das ist Spaß. 10? Super viele davon sind so blitzlich. Warum ist da 2x10? Bilder. Die sind alle jetzt nur noch 10. Was soll denn das? Ja, die hatten keine Zeit mehr. Oh mein Gott, stimmt. Da flüchte ich jetzt Fehler. Die gute Nachricht, die nächste Ausgabe muss erst übermorgen fertig sein. Aber das war doch nur Spaß. Man wird verprügelt. Ja, eine Krücke dabei. Eine Krücke, ja, wünschen wir sollten solche Redaktionscomics zurückbringen. Wir sollten selber einen machen. Nein. Das ist so YouTuber, der gerade anfängt, Vibes. Ja. Komplett. Und das ist leider Teil 2. Teil 1 haben wir gar nicht gesehen. Schande. Ach nee. Scheiße. Oh, er hat den falschen Code aktiviert. Er gibt's auf dem Arsch. Hä, ist das so Pirating oder wie? Nee, das ist einfach so ein Cheat-Modul. Aber da passieren halt coole Dinge, aber er hat den falschen, der Weihnachtsmann. Kommt gibt dir die Route-Code aktiviert. Wo ist das rechte Bein vom Weihnachtsmann? Ich habe keine Ahnung. Es hört irgendwie ihm nichts auf. Nee, da liegt er noch. Nee, der Fuß ist hinter der Cartridge stark. Ja, könnte sein, ja, okay. Oh ja, das ist. Der Typen ist cool. Glaubt ihr, die Werbung hat viele Exploder verkauft? Ich hätte nicht mal verstanden, worum es geht. Stimmt. Ich weiß nicht, ob man dafür wirbt, dass man über 200 Cheats hat, die einen verprügeln. Vielleicht will jemand genau das in Kopf. Für nur 120 Mark. Ja, geschenkt. Boah. Aber ja, das war leider die letzte, die ich habe. Aber ich denke, es ist doch eine sehr starke Werbung. Und das waren ein paar lustige Werbungen aus der Zeitschrift. Es gab eine, die ich leider nicht mehr gefunden habe. Ja, das erinnert mich sehr an Tim und Struppi so ein bisschen. Ja, stimmt. Doch, ja. Ich frage mich, ob das einfach irgendwie so Clipart-Zeug ist. Absolut. Wahrscheinlich, was wir gefunden haben. Das ist vieles da so aus. Ja, aber Videospielwerbung in Zeitschriften war unterhaltsam. Sie war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Manchmal fragt man sich wirklich, was sie sich dabei dachten, aber sie haben es versucht. Sie wussten nicht, was sie machen, aber sie haben es wirklich versucht. Das mit den Mäusen fand ich super. Ja, die Mäuse waren clever. Es war so simpel und ja, effektiv. Aber trotzdem ergibt die Zeitschrift heute nicht mehr. Tja. Schade. Naja. Hat wohl doch nicht so gut geklappt mit den Mäusen. Ja.
Lag bestimmt an der Werbung. Ja, ich meine, es lag nicht unbedingt an der Werbung, aber die Werbung hat auf jeden Fall nicht gereicht, um das zu verhindern. Jetzt sollte man sich die Mitarbeiter doch nicht aus Pulver heranmischen. Ja, vielleicht. Ist schade, dass es so nach meiner Zeit war. Vor meiner Zeit meine ich, Gottes Willen, nach meiner Zeit. Ich bin schon lange tot. Alles Gute zum 50. Also ich kann euch direkt sagen, von dem, was ich durchgeschaut habe, ab dem Jahr 2000 wurde Werbung in Videospielzeitschriften arschlangweilig. Es war einfach, da hat man gemerkt, dass halt wirklich nur noch die großen Unternehmen das Ganze machen. Da war kein Spaß mehr erlaubt. Also im Jahr 2000, wo hier einige Artikel herkamen, die Zeitschriften auch gekauft. Und also ich erinnere mich noch so ein bisschen. Zum Beispiel die eine Westwood für Command & Conquer Werbung, die kannte ich auf jeden Fall auch. Die hatte ich erinnere mich an so ein bisschen interessante Druck, so Poster und so auch in irgendwelchen Läden, als ich 4, 5 Jahre alt war und ich konnte noch nicht mal lesen, aber ich dachte mir, das sieht alles so bunt aus. Das hat mich daran erinnert hier. Ey, Poster in Magazin, ich hab's schon immer gehasst. Man holt die raus und die sind einfach kaputt. Einfach die Löcher direkt drinne. Direkt 2 große oder 4 kleine Löcher drinne. Du kannst versuchen, mit der Schere die Klammer so ein bisschen da drin aufzumachen, aber dann machst du das Poster erst recht noch kaputt und da kann man nicht gewinnen. Und das Magazin dazu und Da kann man nicht gewinnen, Naja, das war das. Vielleicht werde ich ja mal nochmal ein paar raussuchen, das war eigentlich ziemlich lustig. Ich könnte dann noch ein paar Jahre zurückgehen, denn ich glaube, ich habe erst so im Jahr 96 angefangen in dem Fall. Es gibt noch einige ältere, die bestimmt auch ziemlich lustig sind. Und es gibt bestimmt auch einige, aus wo ich gar nicht geschaut habe, wenn man bei irgendwelchen Amiga-Zeitschrift und sowas ist. Was dieser ganze Hobby-PC-Bereich damals war. Ich will mir nicht vorstellen, was die für Werbung gemacht haben damals. Oh ja. Das war ja komplett hobbymäßig alles. Also ich glaube, das könnte auch interessant werden. Aber ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war interessante Werbung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nicht den falschen Code aktivieren, Kinder. Oder den falschen Code aktivieren. Psch.